Und das dritte Video für heute. Die Mücke denkt noch einmal kurz über Sexismus nach. Gehe ab und zu mal hier ins Wonnemar, in die Saunalandschaft bei Wismar. Ist wunderschön. Ja. Bis auf, dass die Leute das irgendwie nicht hinkriegen. Kommst du dir vor wie bei der Ersatzarmee? Alles voller Reservisten. So. 100% der nicht belegten Legen sind dann mit Handtüchern reserviert. Also ich finde das so schrecklich, Alter, als würde euch diese Scheißbank gehören, ne? Aber gut, so ist der Mensch, das ist nun mal leicht besitzergreifend. Aber ich weiß nicht, die letzten beiden Male musste ich mich so enorm an Sexismus irgendwie oder über Sexismus nachdenken. Und zwar aus einer ganz anderen Richtung, ja. Nämlich so, wie das Trump gesagt hat, es ist eine schwierige und verunsichernde Zeit für junge Männer. Warum? Weil der Mann gar nicht mehr Mann sein darf. Wir dürfen weder aggressiv sein, wir dürfen, ja, also Emotionen und Wut und das ist ja alles verpönt. Und Gewalt sowieso schon. Und ja, was denn du mit einem sexuell frustrierten 18-Jährigen, Alter? Dem steigen die Hormone so zu Kopf, Alter, das muss irgendwo raus. So, aber dadurch, wie gesagt, dass wir auch die Jugend sich immer weiter. Gab ja Studien, wo man sagt, die Jugend wird an sich immer konservativer, ja. Also die Sexualisierung in der Gesellschaft schreitet voran, also überall in der Werbung und in den Filmen und. Aber die Frauen möchten ja alle keine Schlampe sein. Ja, ist ja klar. Ich meine, sobald die drei, vier Typen haben, werden sie auch als Schlampe bezeichnet, ja. Du als Kerl bist dann ein cooler Stecher. Auch das ist Sexismus, ne? Ist klar. Aber die unterschätzte Seite, ja, also wir wissen ja nun, dass die Frauen in den letzten Jahren ein wenig schlechter behandelt wurden. So. Das hat aber vor allen Dingen mit dem Christentum zu tun, das hat mit den Scheißreligionen zu tun. Das gab es bei den Germanen nicht, da waren alle gleich, ja. Natürlich ist nie alle gleich, ja. Also eine Frau ist eine Frau, die ist ein emotionales Wesen und ein Mann ist immer rational und deswegen gab es auch eine Arbeitsteilung, was alles sinnvoll ist, aber deswegen war man gleich viel wert. Und wir wissen also, in den letzten Jahrhunderten ist da ein bisschen was schiefgelaufen. Okay, so, und da versuchen wir uns jetzt natürlich das auszugleichen. Und ja, wie gesagt, manche Frauen verdienen noch weniger als ein Mann für dieselbe Arbeit. Okay, das ist alles richtig, so. Eine Frauenquote halte ich absolut für Quatsch, weil das ist wieder Sexismus in Reinsform. Es soll immer der genommen werden, wo es einfach gut ist. So. Und wie gesagt, ein emotionaler Kreisverkehr ist in der Führung eines Konzerns manchmal einfach nicht gut. Aber gut, es ist ja nicht so, dass die Männer davor nicht gefeit wären. Aber warum darf ein Mann denn nicht mehr ein Mann sein? Also zwei Situationen, von denen ich euch einfach mal erzählen möchte. Die erste, das war bei meinem letzten Besuch. Ich war mit einem Kollegen da. Da war dann ein Salzpeeling also gab es einen Saunaaufguss, alles schön, und dann wurde ein Salz rumgereicht, womit man sich schön die Haut einreiben konnte. So. Und natürlich wusste ich, okay, ich komme bei mir an den Rücken nicht ran, und dann habe ich meinen Kollegen gefragt, ich so, kannst du mir da mal den Rücken machen? Und dann habe ich, ohne zu fragen, das Salz genommen und ihm auf den Rücken geklatscht und geschmiert. Das hätte ich mich bei einer Frau nie getraut. Nie und nimmer wäre ich ihr ganz normal von Mensch zu Mensch begegnet. Ja, es ist ja immer dann eine Anmache und ja, also das wird immer schwieriger gemacht, weil man sofort in sexuelle Belästigungen reinfällt und, wie gesagt, am besten jetzt nur noch mit schriftlicher Genehmigung und Zustimmung beider Seiten, dass man überhaupt noch Sex haben darf. Also Leute, wo sind wir denn hier, ja? Und da ist mir das einfach nur aufgefallen, dass ich mich automatisch praktisch sexistisch verhalte, weil ich ja Angst habe, dass ich ja dann als böse und als ekelhaft perverser Mann dargestellt werde oder wieder Notgeil oder Anmache oder. So, nee, weißt du, deswegen, ich bin eigentlich zu jedem Mensch immer gleich gewesen. So. Ich habe aber gemerkt, dass bei den Frauen da manchmal irgendwas noch nicht ganz so, ne? Also wenn man zu Jungs einfach mal sagen kann, Junge, halt doch jetzt mal deine Fresse, ja, und selbst mein bester Freund, und wenn der sagt, du, ich habe heute keinen Bock auf dich du willst nicht mehr telefonieren, schläg jetzt auf, ja, dann ist das gut, das ist doch sein Wille. Aber bei den Frauen ist es so, wenn die gar keinen Bock aufeinander haben, dann müssen sie trotzdem den Schein aufrechterhalten, treffen sich trotzdem, und also das sind deutliche Unterschiede, die ich einfach in meinen letzten 28 Jahren gemerkt habe. So, natürlich ist da nicht jeder immer gleich, ne? Aber Stereotypen und Schubladen sind schon teilweise bedient werden. So.
Jedes Individuum trägt von ganz vielen Facetten Teile in sich drinne, aber es gibt Stereotypen, ja, und über die wollen wir uns unterhalten, weil es, wie gesagt, auch einfacher ist. Wir müssen diese Welt so ein bisschen einteilen, damit wir sie überhaupt verstehen können. So, die zweite Situation, ja, damals noch mit meiner Ex-Freundin waren wir auch in der Saunalandschaft und ist dann irgendwo ein Frauenbereich und da waren halt noch ein paar freie Bänke und also da steht Damensauna. Ja gut, Damensauna, können sie ja machen, juckt mich ja nicht. So, und da habe ich mich mit ihr halt in diesen Ruhebereich dahin gesetzt, so, und wollte halt einfach ein bisschen entspannen. So, oh, Alter. Alter Schwede, ey, wenn Blicke töten könnten, die hätten mich so lange an meinen Eiern aufgehangen, Alter, bis mir das Blut aus den Augen rausgelaufen wäre. Ha, ich habe noch nie so viel Hass auf einmal gesehen, Alter. Wahnsinn, was mir einfällt, mich da aufzuhalten. Also ich hatte ja schon das Gefühl, mich für meinen Penis entschuldigen zu müssen, Alter. Wahnsinn. Und dann hat uns auch eine Frau angesprochen, ne, so nach dem Motto, ich soll mich jetzt hier gefälligst verpissen und was das jetzt soll. Und ich so, also tut mir leid, ich habe hier kein Schild gesehen, wo es steht, ich darf mich hier nicht aufhalten. So, dann ist die schön zur Rezeption, hat gepetzt und dann musste ich mit meiner Ex-Freundin mich da verpissen. Wir durften uns da nicht aufhalten. So, und da kam ich mir diskriminiert vor, nur weil ich einen Penis hatte. So, es tut mir leid. Ich wollte doch gar nicht in eure blöde Scheiß-Frauensauna, als würde ich euch da irgendwas weggucken, Alter. Weißt du, diese christliche Moral, wo hat's uns denn hingeführt? Bedecke dein Leib, jetzt bin ich nackt, ich schäme mich für das, was ich bin. Ich meine, klar, gibt's dann irgendwelche Männer, die das vielleicht auf eine Art und Weise machen, wo das alles nicht in Ordnung ist, ja. Also ich habe das selber schon ein paar Mal erlebt, wo du sagst, Alter, das ist keine Art und Weise so. Aber einen alten Mann gleich als perversen alten Sack zu bezeichnen, nur weil er den jungen Damen hinterher guckt, Alter, das ist doch Quatsch, Alter. Kommt euch doch mal gelobt vor, dass ihr einen schönen Körper habt, dass wir da gerne hingucken. So, das ist das Nächste. Ich sitze dann in dem, da gibt es dann in der Mitte so einen zentralen Platz. Drumherum sind dann die Saunen und in der Mitte so ein kleines Wasserbecken. Ja, und da liegst du halt da und quatschst ein bisschen und guckst halt jeden so an, der vorbeikommt. Und wenn da mal ein extrem dicker kommt, guckst du halt mal auch an dem runter, einfach weil es dich interessiert. Also nicht so, dass ich zwanghaft irgendwelche Penisse gucke, ist immer komisch. Weißt du, wenn man sich irgendwie zum Duschen auszieht und die Leute immer gleich, ja, was guckst du denn automatisch dahin? Ja, ich kann es dir sagen, weil du das in deinem Alltag nicht siehst, deswegen findest du das interessant. So, aber bei einer Frau, ne, die gucke ich nicht an, das ist ja schon Sexismus, da darfst du überhaupt nicht gucken, das ist gleich immer alles böse. Und, es gibt Unterschiede, die sind da und die sind gewollt, ja, und ich habe noch nie im Supermarkt eine Frau, einen Mann hinterher sehen, Alter, was für ein geiler Arsch, ey, siehst du, ist ficken. So, also jetzt ein blödes Beispiel, aber das gibt's, aber das machen dann natürlich Kerle, so. Und die Kerle sind in ihrem Triebverhalten etwas stärker, ja, so. Aber seht euch das mal hier hinten an, also das mit der unbefleckten Empfängnis, das funktioniert nun mal nicht immer. So, und irgendwo muss ein Mann das einfach mal auch probieren dürfen. So, ich meine, wie kommen wir denn dazu, uns zu vermehren, wenn wir alle miteinander gar nichts mehr zu tun haben, wenn wir niemanden mehr anmachen dürfen, wenn das sofort sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist und. Die, meine, evolutionär sind die Triebe bei uns da, damit wir sie ausleben, damit wir uns vermehren. Wenn wir alle Mönche wären, ja, dann gäbe es in einer Generation keine Menschen mehr. So, deswegen sage ich immer ficken für Deutschland. So, aber es ist heutzutage für einen Mann ist es schwieriger geworden, seiner Natur einfach nachzugehen. Wie gesagt, ob das jetzt nun die Hormone, ob das das Adrenalin ist. So, wir dürfen, also ein Mann muss auch ein Abenteuer leben, ein Mann muss seine Schlachten schlagen, ein Mann muss, was, weißt du, sich die Hörner abstoßen und. Sonst ist sogar kein Mann, Alter, weißt du, welche manchmal Leute das sehen. Leute, ey, weißt du, blas euch den Staub aus und Pussis hört auf zu heulen und marschiert weiter, aber weißt du, was ich meine? So, ein Mann ist ein Mann und das ist er nicht umsonst. So, und deswegen, wir müssen das auch einfach mal wieder sein dürfen. Ich finde das nicht in Ordnung, dass die Frauen sich heutzutage immer nur die Kirschen rauspicken, ja? Also, sobald es um etwas Tragen geht, ja, du bist ja der Mann, du kannst das so tragen. Ja, warum habe ich denn solche Muskeln, Alter? Ich habe mal genauso mit noch weniger Muskeln angefangen, wie du sie jetzt hast. Aber durch Tragen, durch Arbeit, durch Bewegen, durch Sport ist das gekommen, verstehst du?
So, und das ist wie wenn ich sage, eine Frau aus Prinzip nicht zu schlagen, ist Sexismus. Nicht, dass ich für Gewalt gegen Frauen, na, ist doch vollkommen Quatsch, Alter. Also, ich bin selber ein sehr respektvoller Mensch und ich respektiere und liebe Frauen, ja. Aber wenn sich Leute von Weibern verkloppen lassen und nichts zurückkommt, nur weil es Frauen sind, dann ist das ebenfalls Sexismus. Ein Kerl, der schwächer ist wie du, den gibst du doch auch eine Backpfeife, wenn er Scheiße labert. Und deswegen hört er beim nächsten Mal auf, Scheiße zu labern. Die Frauen werden immer frecher, weil sie nie die Grenze aufgezeigt bekommen. Im Gegenteil, wenn dann mal irgendeiner mal handgreiflich wird, egal aus was für einem Grunde, interessiert das keine Sau mehr. Ich habe das selber schon erlebt, die Weiber, die sind in die Schläge, in eine Massenschlägerei dazwischen gerannt. Da sind die Fäuste geflogen und da hat sie mal eine abgekriegt. Oder mal von mir, da gab es mal so einen kleinen, so einen Tätscher. Ich habe es gesehen, das ist eine Frau und habe noch im Flug abgebremst, aber ich habe sie berührt. Seht ihr das? Seht ihr das? Der hat mich geschlagen, der hat mich geschlagen. Da wird wieder die Opferrolle rausgepackt, Alter. Das ist so lächerlich, ne? Ja, letztens eine gehabt, Alter. Die klingelt und klopft und brüllt hier vor meinem Fenster rum, als wäre sie bei der verfickten Polizei, Alter. Ganz ehrlich, wenn das ein Kerl gemacht hätte, Alter, ich wäre sofort raus, Alter, ich hätte ihn eh nicht geschossen. Also an dem Tag schon, weil es hat mich so angekotzt. Ich wollte meine Ruhe haben, ich bin ja am Arbeiten, bin ja am Machen. So, als ich mich dann, das kannst du ja nicht machen, ist ja eine Frau. So, aber als ich mich dann ein bisschen beruhigt habe, habe ich ihr dann am nächsten Tag geschrieben. Ich sage, Alter, was fällt dir hier ein, Alter? Was traut sich keiner? Ja, mein Auto ist liegen geblieben, der Anlasser funktioniert nicht. Und ich wünsche dir da mal, dass du das mal erfährst, wie das ist, so als Frau irgendwo liegen zu bleiben. Hier in Bad Doberan. 500 Meter von deinem Zuhause, oder 1 Kilometer von deinem Zuhause weg. Im Einfluss. Kreisbereich von deinen Freunden, Bekannten, weiß ja nicht, ob du sowas hast, von deinem Freund und und. So. Aber dann wird sofort auf die Opferrolle, auf die Tränendrüse draufgedrückt, ja, weil du ja eine Frau, weil ich ja eine Frau bin, musst du einfach mehr Rücksicht auf mich nehmen. Nein! Das ist Sexismus! Ich nehme auf niemanden mehr Rücksicht als auf alle. Ich gehe zu jedem, mit jedem gehe ich gleich ins Gericht, mit jedem. Und wenn ich den nicht mag, dann ist es aus und vorbei. Ob das ein Ausländer ist, ob das eine Frau ist, ob das ein Deutscher ist, das ist mir scheißegal. Wenn die sich benehmen, Freund, wenn nicht, Feind. Ganz einfach. So. Aber ständig zu verlangen, hier seine Sonderrolle zu kriegen, also, weißt du, euch haben sie mit Hollywood und diesen ganzen Prinzessinnen-Firlefanz euch so gebrainwashed, Alter. Ja, die Hochzeit, der schönste Tag des Lebens und Monogamie ist eine Erfindung der letzten 2000 Jahre, das ist wieder der Natur. So, aber das seid genau ihr Weiber, die diese Zwangsvorstellung im Kopf haben. Warum? Manipulation läuft auf emotionaler Ebene. Manipulation schließt per Definition ein, dass es am Bewusstsein vorbeigeht. Also wenn ich als Mann mit ständig rationalen, als einzig Mann, manchmal, ich war manchmal nur rational, ja, wenn ich da auf so eine Manipulation stoße, es geht schnell, aber wo werden wir manipuliert? Also geht schnell, dass ich das überblicke, überschaue und dann nicht mehr mache, ja. Aber wo und wie werden wir manipuliert bei unseren Gefühlen? Oh, das ist wie mit den Flüchtlingen im Mittelmeer. So, diese armen jungen Kerle, Alter, ja? So, wenn das alles mal Mädels wären, na, dann könntest du sehen, wie die in den Verwaltungen die alle wieder wegschicken würden, aber die jungen Männer, die sind willkommen. Aber dieses Drama im Mittelmeer, das geht doch nicht. Warum nicht? Wir fischen die dort aus dem Meer, was hat das zur Folge? Die setzen sich hundertweise in Boote, fahren einfach nur noch drauf los, in der Hoffnung, dass sie aufgefischt werden. Also diese humanitäre Hilfe hat die ganze Katastrophe sogar noch verstärkt. So, und wenn wir die Grenzen nicht mehr dicht machen, dann gibt es uns in Europa irgendwann nicht mehr. Das ist mir scheißegal, wie viele da absaufen. Wenn das zwei, drei, wenn sich das rumspricht, dann werden die das nicht mehr machen. Aber es hat sich rumgesprochen, dass ihr die da rausholt. Wie haben sie euch manipuliert? Über die emotionale Ebene. Rational habt ihr nicht nachgedacht. Das denkt ihr bei der ganzen Flüchtlingskrise überhaupt nicht. Bei dieser Scheiße hier, wir sind halt echt mehr. Und hier in Berlin, die ganze Demo. Und habt ihr die letzten Jahre noch irgendwas mitgekriegt? Ja, aber ihr lasst euch von den Medien aufwiegeln, ne, über die emotionale Ebene, dass alles böse ist und die ganzen Nazis und die Pegida-Faschisten und, das,
Hegische Dialektik, teile und herrsche. Also gegen Sexismus und für eine freie Welt und freie Menschen und vor allen Dingen für freie Männer, weil tut mir leid, ich bin nur mal ein Mann. Und, ne, also ich muss auch mal einfach mal für meine Gruppe ein bisschen Partei ergreifen. Ich reduziere dich nicht auf dein Äußeres, wenn ich deinen Körper sexy und attraktiv finde. So, das ist doch Quatsch. Als würde ich eine Frau jetzt nur darauf reduzieren, nur weil ich ihren Körper schön finde. Sex ist gesund, Sex kann Spaß machen, Sex ist was Schönes, das muss auch nicht immer nur mit falschen Erwartungshaltungen verbunden sein. So, weißt du, was ich meine? Ha ha ha.